Ich habe keine Ahnung. Fang. Wir müssen Fang retten. Der Typ spielt doch nur mit denen. Gib uns alles, was du hast, alter Sack. Die Sozialhilfe kümmert sich doch eh um dich. Wenn wir dein Geld haben, bist du frei und kannst zu Hause mit deinen Enkeln spielen, klar? Uns ist egal, ob du ein Kleinkind oder ein Fossil bist. Wir machen jeden fertig, der schwächer ist. Ach du meine Güte. Ich denke nicht, okay, ich rede denn mal mit meiner normalen Stimme. Ich denke nicht, dass ihr Rüpel auch Schecks nehmt, oder? Verdammt, der Alte ist senil und sowas, ha? Was zum? Bist du einer von diesen Heldenfreaks? Wann bist du hergekommen? Oh, ein Held naht zur Rettung. Wirst du mich hilflos im Chaos beschützen? Erstmal einen S-Helden beschützen. Also, falls ihr den Anime noch nicht gesehen habt, Feng, der Typ, der da steht, der alte OP, das ist ein S-Klasse-Held. Und der ist mega strong. Ist vermutlich nur so ein möchte gern der C-Klasse. Zeit für eine Lektion in Sachen Schmerz. Wir sind die härteste Bande der ganzen Gegend und holen uns mit Kampfkünsten, was wir wollen. Also gut, Leute. Erst vermöbeln wir, dann kassieren wir. I'm not done! Allow me. Weakling! Wide open! Hey, hey! You can't be serious! You okay? Here I go! What? Can you handle this? Da hat jetzt kein Damage davon getan. Stay right there! Wait! What? Ich hasse das, wenn die schneller angreifen können als ich. Ich drück doch ausweichen und wenn ich ausgewichen bin, kann der schneller angreifen als ich. Sowas nervt. Allow me. What? Not like this. Just hang in there, all right? Get away! Can you handle this? Voll daneben. Can you handle this? Und jetzt macht es ihm wieder kein Damage. Get away! Can you handle this? Ja, aber der Damage, den ich sehen wollte. Get away from me! Enough already! Das wird nix. KO. Zwei habe ich mit Fang rausgenommen, einen habe ich rausgenommen. Was ist mit dem alten Kerl los? Mist. Ist der Silverfang? Der S-Klasse-Held? Heilige Scheiße, wir müssen abhauen. Ein Gerechtigkeitssinn und der Wille, ihm zu folgen. Ich bin beeindruckt. Ja, den rede ich etwas dunkler, weil der ist schon alt und hat Erfahrung. Aber was deine Stärke und dein Geschick angeht, hast du noch einen weiten Weg vor dir. Apropos. Interessierst du dich für Kampfkünste? Ja. Naja, für einen lernenden Helden ist das wohl selbstverständlich. Wie wäre es mit einem schnellen Trainingskampf?
Für so eine Chance würden viele töten, weißt du? Komm schon, zeig mir, was du kannst. Oh, sei nicht schüchtern. Es ist nur eine Probelektion. Vollkommen gratis. Und es lädt wieder mega ewig, yeah. Bam, 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 badam, bam, bam. What? You get away from me! Can you handle this? Alter, der kriegt halt fast kein Damage. Yes, I do. Also, ich sage dir das wirklich, ich sage das wirklich nicht zu jedem. Du hast Potenzial. Ich frage mich, wie weit du es bringen wirst. Also gut, bis zum nächsten Mal. Lass uns dann eine Revanche austragen, ja? You're strong. Wir haben gesagt bekommen, wir sind stark. Über freie Kämpfe ein Online-Kampf, in dem du die Regeln bestimmst. Du kannst in der gesamten Online-Community nach einem Gegner suchen oder nur gegen Freunde kämpfen. Die Kampfregeln kannst du nach Belieben festlegen. Daran habe ich kein Interesse. Ich will einfach nur die Story spielen. Die Story. Vielen Dank! Vielen, vielen Dank für die mutige Rettungsaktion. Was? Es musste niemand gerettet werden. Die gesamte Gruppe war schon erledigt. Und zwar vom Entführten selbst. Der war gut. Aber das ist unmöglich. Ich kann es ja selbst kaum fassen, dass du diese Kriminellen erledigt hast. Reife Leistung für einen Neulingshelden. Das verlassene Gebiet können wir wohl wieder öffnen. Falls es dort mal wieder Ärger gibt, werde ich auf deine Unterstützung zählen. Das verlassene Gebiet geöffnet. Geisel gerettet und verlassenes Gebiet freigeschaltet. Quest clear. People never stop growing till the day they die. Wir sind mittlerweile Stufe 7. Und das sind wir Stufe 2. Du erhältst Typ EP, indem du wieder und wieder mit demselben Kampftyp kämpfst. Mit genug EP steigt der Typ eine Stufe auf. Jeder Kampftyp hat eine eigene Stufe. Also ist es empfehlenswert, sich auf den Kampftyp zu konzentrieren, der dir am besten gefällt. Stufenaufstiege von Kampftypen bringen viele Vorteile. Mehr Plätze der Tode für Todesstöße, mehr Aktionen für den Kampf. Deine Kampfleistung wird ebenfalls erhöht. Wenn du einen Gegner also nicht besiegen kannst, solltest du versuchen, die Stufe deines Kampftyps zu erhöhen. Okay. Normale Kombo 3 und 4 Y Angriffsvariante freigeschaltet. Okay. Aber wahrscheinlich darf ich jetzt immer noch nicht shoppen gehen. Ruf bei Silverfang erhöht. Mit berühmten Helden interagieren. Manchmal wirst du in der Stadt berühmte Helden begegnen. Bei manchen Missionen und Quests musst du mit diesen Helden zusammenarbeiten, was wiederum deinen Ruf bei ihnen verbessert. Wenn dein Ruf bei einem Helden eine gewisse Schwelle übersteigt, könnte dich dieser Held besuchen kommen. Du kannst deinen Ruf für jeden Helden im Heldenregister des Stadtmenüs einsehen. Neuer Charakter freigeschaltet, Silverfang in freien Kämpfen einsetzbar. Todesstoß gelernt, fokussierter Fingerstoß. Oh. Todesstöße ausrüsten.
Wenn du Missionen oder Quests abschließt, die mit einem berühmten Helden zusammenhängen, wirst du einen Todesstoß lernen können. Um einen erlernten Todesstoß einzusetzen, musst du ihn erst festlegen. Mit Start öffnest du das Startmenü. Dort kannst du unter unter meinen Held Todesstöße festlegen, um sie im Kampf einzusetzen. Du solltest Zeit mit vielen verschiedenen Helden verbringen, um zu lernen und besser zu werden. Versuche also viele verschiedene Quests abzuschließen. Das hatte ich vor. Betreten des verlassenen Gebiets. Lecture Man. Ich hörte, das verlassene Gebiet wäre zugänglich. Sprich mit den Vereinigungsmitarbeiter beim Eingang, dann lässt er dich rein. Das haben wir dir zu verdanken. Gut gemacht. Lecture Man. Todesstoß. Fokussiert da. Fingerstoß. Aber das gilt jetzt nicht für Kleidung, ne? Wo bin ich? Oh. Nein. Das gilt nicht für Kleidung. Ich dachte, er wäre weg. Einfach random irgendwelche Leute schlagen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Also, das hat er schon gesagt. Das hat er schon gesagt, der junge Mann. Mit dir kann ich nicht raiden. Schade. Schade Schokolade. Schau dir das verlassene Gebiet an. Ja, warum nicht? Wer bist denn du? Bist du ein neuer Held? Du wirkst ein bisschen verloren. Musst du dich noch an alles gewöhnen? Es läuft halt viel. Das ist also normal. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge zeigen. Das sind wohl sowas wie Ziele, die die Vereinigung den Helden setzt. Für den Abschluss gibt es kleine Belohnungen. So kann man seine Zeit doch sinnvoll nutzen. Mehr erfährst du auf dem Terminal der Hauptstraße der Vereinigung im Zentralbereich. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Okay, sag Bescheid, wenn du wieder Hilfe brauchst. Dann gucken wir uns mal das verlassene Gebiet an da. Fantastische Arbeit! Dank dir kann man jetzt wieder ins verlassene Gebiet. Wir sind dir wirklich dankbar, die Bürger sind hoch erfreut. Gebiete freischalten. Die Stadt ist in mehreren Gebieten unterteilt. Einige davon sind anfangs nicht verfügbar, aber du schaltest sie frei, indem du bestimmte Bedingungen erfüllst. Das Freischalten neuer Gebiete lässt dich mehr Dinge tun und gewährt dir Zugriff auf neue Einrichtungen. Ein neuer Bereich ist jetzt verfügbar. Verlassenes Gebiet. Schüchterner Schüler. Es ist nur ein Held. Erschreck mich doch nicht so. Mein Opa hat gesagt, dass die große Stadt ein unheimlicher Ort ist. Damit hatte er recht. Alter, was bist denn du für eine Memme? So voll der Memme ist er. Voll der Memme. Ich habe auf Discord eine Benachrichtigung bekommen. Ach so, das war Raft Modding. Okay. Hey, you. What are you doing in a place like this? It isn't very safe around here. So, don't get too close. Oh, you're a hero yourself? Sorry, that was rude of me. I'm a hero too. Mumen Rider's the name. You seem to be new to all this. It's dangerous around here lately. Fiendish monsters are everywhere. Best be on your guard. Well then, see you on the beat. Lel, okay.
Okay, da unten ist wieder gesperrt. Nun mache ich jetzt mal Hauptquest. Du bist auch hier? Was für ein Zufall. Was führt dich denn an so einen Ort? Was? Du lebst in dieser Gegend? Wäre es okay, wenn ich kurz bei dir vorbeischaue? Haben wir jetzt so eine Saitama-Wohnung? Neue Einrichtung freigeschaltet, mein Raum. Zu deinem Raum gehen. Dann gucken wir uns mal mein Zimmer an. Hoffentlich sieht das so aus wie Saitamas Zimmer. Ich hoffe, man kann ein Bikini-Girl-Poster aufhängen. Das wäre mega fett. Das wäre super toll, yeah. Das wäre super toll. Oh je, da müsste ja einiges gemacht werden. Versteh mich nicht falsch, für aufstrebende Helden sind solche Verhältnisse relativ normal. Hoffentlich wirst du bald berühmt, damit du dir ein komfortables Apartment leisten kannst. Aber ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Entschuldige, dass ich dich so überrumpelt habe. Man sieht sich! Lecture Man! Mein Raum. Wie der Name es vermuten lässt, ist mein Raum dein ganz eigener Wohnraum. Er bietet sogar einen Schrank und deinen Helden zur Bearbeitung. Du kannst Möbel in deinem Zuhause nach Belieben aufstellen. Um es ganz nach deinem Geschmack einzurichten, vergiss also nicht, neue Möbel auch aufzustellen. Belohnung der Gegenstandsladen. Des Gegenstandladens von Lecture Man. Wie ich hörte, will dich eine Mitarbeiterin des Gegenstandladens im verlassenen Gebiet belohnen. Mit Sicherheit wird dir ihr Geschenk bei deiner Arbeit als Held nutzen. Du solltest bei Gelegenheit vorbeischauen. Okay, da kann ich vermutlich pennen. Das ist ein Tisch. Umziehen. Dann aber da bearbeiten, ja. Bitte lass mich die Kopfgröße bearbeiten. Mit den neuen Teilen kannst du dein Aussehen ändern. Solche Teile kannst du dir im Kleidungsladen-Shop kaufen. Oder bei Missionen verdienen. Schnapp dir ein paar davon und probier verschiedene Kombinationen aus, um den perfekten Stil zu finden. Je nach Teil kannst du Platzierungen und Größe vielleicht nur eingeschränkt anpassen. Du kannst meine Sets registrieren, während du deinen Helden änderst. Wenn du deinen Lieblingslook als Set speicherst, kannst du ihn jederzeit problemlos wieder zusammenstellen. Du kannst bis zu 8 Sets speichern. Du kannst hier außerdem dein Heldenfoto festlegen. Machen wir uns, ja, das hat schon gepasst. Nein. Ich nehme doch das Gesicht, das sieht etwas lieber aus. Okay, aber Haare haben wir noch keine neuen, leider. Nur Scheißhaare. Dann muss ich das jetzt erst wieder rot machen, die Haare. Wie hatte ich's rot und schwarz, ne? Speichern und verlassen. Umräumen. Deinen Raum bearbeiten. Du kannst deine Möbel so aufstellen, wie es dir gefällt. Wähle ein Möbelstück aus und wähle dann seinen Platz.
und seine Ausrichtung. Aber Achtung, nicht jedes Möbelstück braucht gleich viel Platz. Du kannst Möbel aufstellen, solange du genug Platz hast. Okay, Tisch. Beliebt zum Lagern von Gegenständen. Was bewahrst du wohl da drin auf? Ich hoffe, Mangas? Ja, Mangas, das sind Mangas. Vielleicht auch Anime? Oh, da ist ein Kissen. Ein Sitzkissen für den Boden wird bei Sumo-Kämpfen auch manchmal geworfen. Ein traditioneller Teetisch, kein gutes Objekt zum Arrangieren oder so. Eine gewöhnliche Matte wird für ihre Schlichtheit geschätzt. Okay. Ich muss aber noch mal was umräumen. Und zwar die zwei Kissen habe ich nicht gesehen. Oh, das geht nicht. Dann mache ich das jetzt so und so. Gas mal. Kann ich auf den Balkon? Nee. Okay. Dann suchen wir mal die Lady vom Möbelstore, die uns was schenken möchte. Vielleicht gibt die uns ja ein Bett oder sowas. Oder ein Poster, wo ein Bikini Girl drauf ist. Denn wie wir wissen, mag ich das weibliche Geschlecht. Und den Körper des weiblichen Geschlechts. Eieiei, diese Ladezeiten. Hört sich an, als hättest du uns echt geholfen. Vielen, vielen Dank. Es ist schließlich nicht leicht, in einem gesperrten Bereich ein Geschäft zu führen. Hier ein Zeichen unserer Dankbarkeit.